Moin, liebe Freunde des Dungeons, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme und hoffentlich besseren Aufnahme als die letzte von Dungeon Keeper Gold. Ja, ich habe mir das noch etwas genauer angeguckt, das Video von dem Typen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt eine Taktik habe, um meinen Gegner zu bezwingen. Wir fangen komplett neu an und es muss alles ganz, ganz schnell gehen. Deswegen, ich werde mich mit Reden in dieser Mission zurückhalten. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Ach, Mensch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Ja, alles gut. Alles gut. Erstmal fangen wir damit an. Ein Eingang wurde erobert. Das ist sehr schön. Horny, du kommst her. Ihr kommt beide her. Beide gleich trainieren. So. Dadurch hat sich jetzt auch die Karte gedreht. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen weniger rede, weil hier ist wirklich gerade hohe Konzentration gefragt. War klar, haben sie noch nicht erobert. Toll. Gut, dann errichten wir erstmal die Hühnerfarm. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Kein Wunder, weil kein Star ist. Kümmere ich mich drum. Moment. Huch. So, zack. Eine provisorische Bibliothek erstmal, aber so, dass sie erstmal anfangen können. Momentan sind meine Imps mehr mit Graben beschäftigt. Ja, er guckt schon, war klar. Ah, jetzt machen sie sich mal ran. Sehr schön. So, das ist das. Und wir haben eine neue Kreatur, wahrscheinlich einen Teufler. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Ja. Irgendwo hier war noch da. Den mache ich auch dicht. Horny trainiert hoffentlich fleißig. Tut er. Sehr schön. Ihr fangt sofort an mit dem Forschen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr forscht. So, dann ist das erstmal erledigt. Genau, die Schatzkammer brauchen wir dann ganz dringend. Schöne ist ja, wir können... da funktioniert das schon mal nicht. Ach, ich habe vergessen, die Brücken zu bauen. Verdammt. Geht das schon los? Ich vergesse schon wieder alles. Ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Och Mensch, was ist denn das hier? So. Schmeiß das Gold einfach erstmal dahin. Ah, oh, nicht den Imp. Gut, die erobern das. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe noch Zeit. Ich muss übrigens auch drauf warten, wann Zahltag kommt, weil dann muss ich sofort Horny umversetzen. Ihr werdet sehen, warum. Hat alles seinen Grund. Wartet's einfach ab. So. Ich werde die Ansicht jetzt übrigens auch erstmal so lassen. 4, 5. 4,
So, dann haben wir den auch schon mal. Wir haben einen Teufler. Gut, okay. Nee, das ist zu weit. Ah ja, okay. Ihr werdet sehen, was ich vorhabe. Das hat alles seinen Grund, warum ich das so mache, wie ich es gerade mache. Wartet's einfach ab. Machen wir es so und so. Hat alles seinen Grund. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Mhm. Ist okay. Schon recht. Alter Schwede, jetzt hackt das Spiel gerade so ein bisschen. Ah, die waren hier noch gar nicht fertig. Okay, ich glaube, ich sollte mal ein paar mehr Imps rufen, wa? Mist. Ach, Mensch. Greif mir immer den Imp. Nicht den Imp greifen. Ich erwische immer die Imps, ne? Da stehen gleich zwei von ihnen rum. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Ich weiß. Achso, meine Hand ist voll. Wie gesagt, das hat alles seine Gründe. Huch. Ich hoffe nur, ihr könnt mir verzeihen, dass ich heute mal ein bisschen stiller bin. Gerade jetzt in dieser Mission, weil diese Mission ist wirklich hartnäckig. Die zu schaffen, das ist echt eine Kunst für sich. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie. Aber wenn man es nicht weiß, dann, ja, dann macht diese Mission doch ganz schön Probleme. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Oh, ich habe aus Versehen einen Imp erwischt. Ich gebe auch offen und ehrlich zu, dass ich schon wieder mächtig angespannt bin. Ich glaube, das reicht erstmal. Zack, die Schatzkammer ist erstmal voll. Sehr schön. Ich bin schon am Überlegen. Set mal 1, 2, 3, 4. Mal ein paar mehr Imps holen. Die können sich ja dann um das Ausgraben der anderen Geschichte noch kümmern. Ein neuer Raum wurde erforscht. Sehr gut, das dürfte die Werkzeugkammer sein. Richtig? Ja, ist die Werkzeugkammer. Zack, zack. Gut, okay. Danke, dass du mir Bescheid sagst, mein Freund. Ja, hat seinen Grund, warum ich das gemacht habe. Deswegen wird Horny nämlich zornig. Er holt sich das Geld nicht aus der Schatzkammer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie funktioniert das mit der Schatzkammer nicht. Die scheint verbuggt zu sein, aus irgendeinem Grund. Deswegen haben die so ein bisschen...
So. Wie sieht's aus? Ja, die laufen hier rum. Die wissen noch nicht, was sie tun sollen. Ich gebe denen gleich was zu tun. Und auf meinem, auf dem Balkon wird gerade wieder schön randaliert. Hier noch ein bisschen. Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum. Nein, nicht abgraben. Na komm. Komm her. Komm zu mir, mein Geld. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, ich weiß, ich weiß. Also solange der Gegner noch nicht angreift, ist alles okay. Sobald der nämlich mit seinem Angriff beginnt, wird's hässlich. So, jetzt fangen wir hier an. Und zwar immer so, dass die Goldfelder eben nicht abgegraben werden. Das mal so. Ich hoffe, dass sie nicht allzu viel Gold mit sich führen. Falls doch, ist es gar nicht mal so schlimm, fällt mir gerade ein, weil ich habe ja eine Juwelenquelle, von daher alles gut. Oh, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt keine Absicht. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Mhm. Ich habe übrigens herausgehört in der englischen Synchro, weil der Typ, der hat das nämlich auf Englisch gespielt. Da rollt der gegnerische Keeper übrigens das R. Dürfte für die Leute sein, die sich beim rollenden R getriggert fühlen. Weil sie dann gleich direkt an Adolf denken müssen. Und ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Na, ist egal. Zu weit. Ja, ich sehe schon, der gegnerische Keeper greift an. Hm. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. Gespeichert. Und ja, die 1500 nehme ich gerne mit. Sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Welche Kreaturen meinst du jetzt spezifisch? Meine Imps? Sieht so aus, als meine Imps meint, ja. Eine Falle. Jojo, schon recht. Eure Versuche sind zwecklos. Sag ja, schon recht. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ab erstmal in die andere Richtung. Was machen die anderen eigentlich? Hängen die nur rum oder was? Gut. Horny scheint gut zu trainieren. Beide Hornys. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, scheinen meine Imps zu sein, die jetzt auf die Fresse kriegen von ihm. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Das sind meine Imps. Mhm. Guck an, da haben sie sich schon vorgegraben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eine Falle wurde Eine Falle. Was für eine Falle? Die Giftfalle. Hoffen wir das Beste, Freunde. Hoffen wir das Beste. Drückt mir die Daumen. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Ja, das ist gar nicht mal so schlimm. Im Gegenteil, das ist eigentlich sogar eher mein Plan gewesen. Euer Raum wurde erforscht. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Die Helden sollen sich... ist durch eure Wände gekommen.
macht nichts. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wenn jemand draußen im Gange ist, das hört sich für mich an wie Gewitter irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber es hört sich echt so an, als würde ein Gewitter toben. So hört sich das an für mich. Obwohl das gar nicht so sein kann. Ich wollte gerade sagen, zwei Teufler? Nee, das ist Horny. Verwechsel Horny immer mit dem Teufler, weil die sich so ein bisschen ähnlich sehen. Muss ich mir merken. Horny hat zwei Hörner unten noch. Und die Teufler eben nicht. Die haben nur zwei Hörner oben. Denke ich immer nicht dran. So, neue Kreaturen, das dürften die Orks sein, genau. So, dann bin ich nämlich mal gespannt, was da jetzt Schönes passieren wird. Ich habe noch 5 Imps, das ist gar nicht schlimm. Ich bin mal gespannt. Ja, unser Gegner dringt schon vor. Welcher ist das? Es ist natürlich der Keeper. Aber es ist gut, dass der Keeper und die Helden sich gegenseitig bekämpfen. Das ist gut, das ist wichtig. Dass die sich bekämpfen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das richtig höre, ist sein gegnerisches Herz... Da ist es nämlich schon. Da ist das Keeper-Herz, das Dungeon-Herz. Wenn wir das zerstören, dann haben wir den Kampf gewonnen. Darauf kommt es jetzt an, dass wir sein Dungeon-Herz erwischen. Deswegen dürfen wir uns von ihm jetzt nicht irgendwie unnötig leimen lassen. Eine Falle wurde hergestellt. Was für eine Falle? Eine Giftfalle. Okay, die Orks sind am Trainieren, so wie es aussieht. Das ist gut, das können sie auch gerne weiterhin tun. Ja, jetzt labere ich tatsächlich ein bisschen mehr. Am liebsten würde ich ja hier noch eine weitere Hühnerfarm errichten, ne? Aber lasse ich erstmal. Die sollen erstmal dazu sehen, dass sie in Gange kommen. Der Teufel und die Zauberer erforschen. Wie sieht es mit Horny aus? Level 4. Soweit ich weiß, muss Horny zumindest das Level 8 erreichen. Oh nein, jetzt kommen die Helden zu mir. Die sollen nicht zu mir! Was sollen das? Was machen die Helden nicht das, was sie sollen? Das ist so nervig. Warum gehen sie nicht zum Feind? Nein, sie rennen lieber in meine Richtung. Das verstehe ich nicht. Alter. Was geht ab, Freunde? Nein. Zumachen. Nein. Eine Falle wurde hergestellt. Was geht ab, Freunde? Schön weggerissen. Nein, ihr kehrt gleich wieder um. Ihr braucht da gar nicht erst großartig auf die Idee zu kommen. Das läuft nicht, Jungs. Schön da bleiben, wo ihr seid. So, habe ich alles Gold rausgezogen? Ich glaube ja. Ein neuer Spruch. Gut, gleich ist Zahltag, das heißt, dann muss ich die beiden Hornys nochmal abziehen. Ihr seid in die Werkstatt. Seht zu, dass ihr da... Ist nicht groß genug. Nicht groß genug, sagst du? Gut. Dann vergrößern wir sie halt. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Jetzt müsste sie groß genug sein. Die Helden kommen zu mir. Das sollen sie nicht, Mann. Die sollen zum Feind gehen, nicht zu mir. Was sollen das? Warum machen sie nicht das, was sie sollen? Oh, ich hasse diese Helden. Zum Kotzen, echt. Ah ja, sie sind schon mal schnell. Das ist gut. Schon mal etwas. Warum kommen die verschissenen Helden jetzt die ganze Zeit zu mir? Was soll das? Und warum wird Horny jetzt ärgerlich? Er hat seine Bezahlung gekriegt. Oder braucht er Soziales? Guck an, er kloppt sich nicht mit den anderen.
Eure Kreaturen hauen ab. Eine Falle. Nein! Oh, jetzt ist einer abgehauen. Oh, nein. Scheiße. Das war jetzt nicht Sinn der Sache.